So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Hard Space Shipbreaker. Das Spiel beschäftigt sich mit dem Abwracken von Raumschiffen, ist eigentlich ganz cool gemacht. Die nächsten 2 Wochen werden für mich relativ anstrengend, deswegen dachte ich mir, okay, nimmst du mal ein bisschen was Entspannteres auf und das ist Hard Space Shipbreaker. Dementsprechend eine Runde Hard Space Shipbreaker. Im Standardmodus spiele ich es. Ich mache die Karriere, macht mir Spaß. Und zerleg hier meine Raumschiffe. Habe ich ein spezielles Ziel? Nein. Hello, Shipbreaker. Overnight genetic backup complete. Pattern deviation nominal. Have a good day. So, gucken wir mal erstmal, bevor wir hier loslegen, was wir ganz kurz an der Workstation verbessern können. Vielleicht haben wir ja hier ein bisschen Ausrüstung. Auf jeden Fall muss ich alles mal hier reparieren. So. Ja. Elf Reparatursets habe ich noch übrig. Ist ganz gut. Modularer Laserschneider. Kann ich was verbessern? Naja, ist auf Stufe 9. Sieht noch gerade aktuell schlecht aus mit Verbesserungen. Hier habe ich was. Kann ich aber auch noch nicht verbessern. Okay. Schubdrüsen? Nö. Nö. Aber kann aktuell nichts verbessern. Ist auch noch im Early Access. Das bedeutet, das wird bestimmt nochmal irgendwann resettet. Und ja. Dementsprechend macht es eigentlich gar nicht so viel Sinn, das hier so hardcore-mäßig zu spielen, aber es bockt halt schon irgendwie. Javelin habe ich eben schon auseinandergenommen. Ist ein interessantes Schiff, kann ich auch nur empfehlen. Es gibt aber noch größere. Ja, ich nehme mal diesmal den Pacific Uranus. Ja, der hat noch mehr brennbares Material. Könnte schwierig werden, aber ich habe irgendwie Bock. Ich habe eine Viertelstunde Zeit, das Raumschiff ordentlich auseinanderzunehmen. Und ich muss mich eigentlich auf die wichtigsten Komponenten beschränken. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich mit den unwichtigsten Scheiß zuerst anfange. Ne? Und mich dann auch von außen nach innen so ein bisschen durcharbeite. Eigentlich mal gar nicht so gut. Ja, diese Schubdrüsen, die bringen zum Beispiel mal einigermaßen gut Kohle. Aber ich merke schon, die kann ich gerade nur von innen aufmachen. Oh, und ich habe gerade keinen Treibstoff, ne? Ungünstig. Airlock Pressure, wir haben ja noch Druck drin. Das müssen wir mal schnell ändern. Genau, den Druck hier rausnehmen. Den Reaktor, der ist seitlich am Raumschiff. Kommt nicht häufig vor. Ist auf jeden Fall sehr interessant hier. Ich schneide mir mal ein Stückchen hier oben auf. Damit ich schneller rauskomme. Ich wechsle mal auf meinen anderen Cutter hier mit V, mache ich das Ganze weg und dann habe ich hier den Standard ein bisschen Cutter. Damit zerlege ich hier schon mal so ein paar Schnittstellen, damit es gleich ein bisschen fixer geht. Aber erstmal hier ein bisschen rausarbeiten. So, machen wir hier nochmal die lose. Und das hier machen wir auch mal lose. Ist mal ganz nice. Also wenn man das Dach abnehmen kann, ist immer schon mal ein guter Vorteil, den man da hat. So, was haben wir hier? Was ist das für ein Teil? Das hier ist wahrscheinlich eine Art Luke, ja. Die muss da unten hin und das machen wir jetzt auch gleich. Zack, weg mit dir. Noch einmal kurz ein bisschen stabilisieren und dann holen wir uns mal ein bisschen Treibstoff. Wobei es jetzt unökonomisch ist, eigentlich sich Treibstoff zu holen, aber mein Treibstoff ist halt niedrig, muss ich halt jetzt mal in den sauren Apfel beißen und mir schnell mal ein bisschen Treibstoff gönnen. Moin! Irgendwas gelöst hier.
Ich weiß gar nicht, ob es die Teile so wert sind, ne? Halt, da abgeht, da reinpasst. So, jetzt schnappen wir uns mal das hier. Das ist Max Ding nicht. So, weg mit dir. Auf jeden Fall erstmal hier die ganzen teuren Komponenten pflücken. Ich weiß gar nicht, ob die alle so teuer sind, aber ich vermute es einfach mal, weil es sind solche Komponenten, Feuer, Elektro, alles was damit zu tun hat, kostet meistens ein bisschen die alten Benzintanks. Keine Ahnung, wofür man die benutzt. So, weg mit dir. Passt. So, haben wir erstmal hier drei Benzintanks rausgeholt. Ist schon mal ganz nice. Und jetzt drücken wir noch mal hier den Boden ein bisschen raus. Ne? Der Boden, den bauen wir auch mal schnell ab. Weg mit dir, weg mit dir. Oxygen reserves are low. Reminder, asphyxiation can lead to missed salvage quotas. Nämlich letzte Runde bin ich am Sauerstoffmangel gestorben. Möchte ich jetzt eigentlich nicht wieder unbedingt haben. Das heißt, jetzt muss ich mir Sauerstoff holen gehen. Ungünstig alles in allem. Hilft aber nichts. Weil sonst stirbt man und das ist ungünstig hier zu sterben in dem Spiel. Keiner will hier sterben. Und was haben wir da? Komm, weg mit dir. Und tschüss. Und das kommt auch mal schnell weg. Keine Ahnung, was das hier überhaupt noch macht, aber passt. Ist auf jeden Fall alles weg. So, das hier kommt schon mal weg, das ist gut. Kann das hier schon mal weg? Hier, jo, das kann auch weg, oder? Ist hier irgendwo was angebracht? Ne, sehe nichts soweit. Das hier passt, das kann ganz raus. Dann wollen wir das hier mal möglichst in eins. Jo, passt. Zack, weg mit dir. Das schieben wir mal komplett weg hier. Stopp, die Lampe vom Hamm. Komm her. Na gut, wollte nicht ganz so, naja, macht nichts. Wenn wir noch, ah, hier ist noch eine Anbringung. Die muss kurz weg. Und dann können wir das auch schon mal hier wegschieben. So, weg damit.
Ah, das haben wir hier auch schon locker. Ja, moin, passt. Ab, weg mit dir. Rein damit. Ciao. Tschüssikowski. Stopp, 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 stopp. Ey, nein, nein, nein. Das ist nur eine Verbindung. Y, Y. Oh, Mist, 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 Mist. Da habe ich anscheinend eine übersehen. Ja, nee, das. Savage destroyed. Okay, shit. Das haben wir wohl kaputt gemacht. Weg damit. Schadi. Schadi, Schokoladi. Oh, nix. Das kommt erstmal hier ganz schnell weg. Und schau. So. Schade, dass ich das eben so glorios verkackt habe hier. Wieso geht der Teil hier nicht ab von dem Cockpit? Naja, gut, ist egal. Eigentlich, wenn ich gut bin, sollte ich das jetzt so hinkriegen. Und weg damit. Jo. Da haben wir wieder einen Reaktor und der gibt gut Punkte. Weil Reaktoren bringen richtig dick fett die Kohle rein. Ich hoffe, so ein Sitz von einem Cockpit tut das auch. Tausendfünfhundert Credits für den Cockpit sitzt. Wie viel gibt das hier? Das hier gibt. Mal kurz gucken. Ja, 4800. 5 Minuten noch. Auch in 5 Minuten kann man noch so ein bisschen was schaffen. Das kommt erstmal nochmal weg. Fünf Minuten ist immer noch ein Drittel der Zeit, ja? Also eigentlich relativ viel sogar. Wenn es genau nimmt, ist es noch viel Zeit, ja. Oxygen 7500 Credits für die Schubdrüse. Da werde ich mal gleich die zweite Schubdrüse reinbringen. Wenn die alle so viel Kohle bringen, dann lohnt sich das ja richtig, diese Teile mitzunehmen. Okay, da ein bisschen aufpassen wegen dem Tank. Aber wo ist die Schubdrüse hier? Da unten ist sie angebracht, okay. Wir kriegen da hier noch raus. Also 2 Minuten auch noch Zeit, das passt. So, raus mit dir. Komm schon. Und tschüss. So, das bringt noch Kohle. Der Motor, der bringt noch Kohle. Den wollen wir auch noch haben. Dann können wir uns nämlich gleich auf das nächstbeste Schiff konzentrieren. Ich glaube, es bringt mehr, wenn man. Ja, wobei, wenn ich hier das komplett abwracke, dann kriege ich hier wieder umsonst ein Repair-Kit oder sowas. Gratis.
Oh oh. Nicht explodieren, nicht explodieren. Ja, das ist fein so. War jetzt zwar wieder ein bisschen knapp, aber na, wir haben es ja geschafft. Wir haben es ja geschafft. Also alles im grünen Bereich. Wir haben noch so eine Kiste. Ist alles Kohle, ist alles Geld. Kann man alles mitnehmen. Weg damit. Das hier ist mal völlig falsch. Du gehörst da rein. Dann habe ich keine Tethers mehr. Das heißt, das hier werden wir manuell da reinbringen müssen. Macht aber nichts. Das kriegen wir auch hin. Schiff ist schon dabei, hier langsam aber sich auseinanderzubrechen, weil ich hier einfach alles rausreiße, was ich finde. So, wir haben noch ein paar Sekunden hier Zeit. Es reicht noch, um das Teil hier auf die Reise zu schicken. Stopp. So. Ein bisschen die Reiseroute korrigieren und noch mal ein bisschen was hier rauszuholen. So ein Stuhl vielleicht noch hier. Oh, der macht sich gut. Alles Geld, ne? So, viel mehr ging jetzt nicht. War aber schon eine ganz gute Runde. Gab auf jeden Fall gut Geld. 1,49 Millionen. Nehme ich mit und suche mir dann ein neues Schiff. War auf jeden Fall ganz gut die Tour. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like und ein Abo. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, morgen. Also ich glaube, ich werde das Schiff hier mal zu Ende abwracken. Was jetzt allerdings kommt, das lohnt sich nicht mehr ganz so. Also es ist nicht mehr viel drin, was sich lohnt, Bergung fortsetzen. Ich will es trotzdem komplett fertig bergen. Irgendwie habe ich jetzt den Antrieb dazu, außerdem wäre die Folge sonst ein bisschen kurz, nur 15 Minuten. Mache ich natürlich ein bisschen länger. Bock zu, ich kann mir nicht mehr viel erlauben, also nicht mehr viele Fehler hier erlauben. Aber ich bin relativ sicher, dass ich das jetzt in dieser Bergungstour komplett geborgen kriege, das Schiff. Also jetzt wissen wir, warum der vordere Teil hier noch dran gestackt hat, wegen dem Ding hier. Das hing da auch noch drauf. Keine genaue Ahnung, was das hier ist. Das ist irgendwie Frontschürze oder sowas. Sollte wahrscheinlich das Cockpit schützen. Und jetzt kommt es halt in den Recycler rein. Und jetzt kriegen wir auch die Seiten weg. Kleine Tethers, ja? Die holen wir uns jetzt noch mal schnell. Das ist echt ungünstig. Ich habe ein ungünstiges Timing für leere Kabel und sowas alles. Also wieder ein Teil, was sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt hat. Hier das abzumachen ist eigentlich Zeitverschwendung. Komplett und reine Zeitverschwendung. Das hier allerdings ist ein lohnenswertes Teil. Da geht ein bisschen was. Und tschüss.
dir. Und ciao. Dieses Teil ist jetzt auch gleich mal Feierabend, allerdings. So, mal gucken, was noch im Cockpit alles so drin ist. Wir haben hier noch ein bisschen Elektronik, ja. Gibt hier garantiert noch Optionen, wie ich das Ganze hier optimieren kann. Bestimmt nicht optimal auseinandergebaut. Man kann auch ein bisschen mit den Schaden der Sachen spielen, das heißt, man kann hier auch ein bisschen gröber rangehen. Aber soweit bin ich bei dem Spiel noch nicht. Und es kommen später noch wirklich richtig große Pötte, das ist ja noch einer der kleineren Pötte, die man so auseinanderbauen kann. Später kommen noch die ganz großen Dinger. Und die bocken auch ziemlich. Da sind die Gefahren auch ein bisschen höher, was ist. Zerstören von Sachen angeht. Und ich habe immer so das Gefühl, die äußere Hülle, die kann ich ja für mehr verwenden. Und hier ist aber noch so viel Scheiße dabei. Dass das Innere eigentlich von der äußeren Hülle trennen müsste. Ich weiß aber nicht genau, wie man das macht oder ob das überhaupt geht. Müssen wir da mal Gedanken drüber machen, wie man das jetzt am besten auseinander nimmt. Oder ob man beim Cockpit einfach sagt, okay, die eine Hälfte shit, die andere Hälfte geil. Keine Ahnung, wie es beim Cockpit aussieht. Jetzt auch keine näheren Gedanken drüber gemacht, muss ich gestehen, beim Cockpit. Aber gut, egal. Wir haben hier noch ein bisschen was im hinteren Teil. Und tschüss. Feierabend, weg mit dir, du kleines nerviges. Teil. Wahrscheinlich die Lampe abgerissen. Ja, ich sehe, da ist noch eine Verbindung offen. Ah, ich muss das mal schnell weggemacht hier. Nee. Na, ciao. Ist auch noch eine. Ciao. So, und jetzt kann das Ganze weg. Auf Wiedersehen.
levels are low. Und Feierabend, das Teil ist auch weg. Fuel Level Allow. Weiß nicht, irgendwie das Cockpit, so, es ist halt echt schwierig. So, es ist irgendwie hier vorne mit dem Ding vernietet oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich habe ja jetzt Zeit, ich cut mir das jetzt mal auf, ja. Ey, dafür braucht man echt diese Sprengkacke, damit man sich hier einmal komplett das Cockpit absprengen kann. Dafür ist es da. Verstehe ich das erst, ey. Hier draußen sind auch noch Verbindungen. Ach du meine Güte, ey. Ah, und das sind fixe Verbindungen, ey. Das ist eine fixe Verbindung, alles klar. Das heißt, man muss dieses Cockpit hier von dem Rest einfach irgendwie versuchen, so. Hä, was soll der Scheiß? Okay, das geht anscheinend auch nicht. Okay, was? Okay, ja, hier komm. Ich werde es jetzt einfach verbrennen und hoffen, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist. Irgendwie fühlt es sich schon schlecht an, aber okay, was willst du halt machen? Also, es muss halt nur begrenzt viel Zeit, das klappt oder es klappt nicht. Ne? Ganz knapp hier. Stufe 3, ganz, ganz knapp geschafft. Ja, alles klar, alles niedrig, aber wir gehen jetzt hier eh rein und damit hat sich das Ganze, ja. Halbe Stunde haben wir das kleine Schiffchen hier noch auseinandergelegt, 948, hat jetzt nicht so viel Profit gebracht. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Like oder Abo wären wirklich nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.